Mein Name ist Bettina Kuria, ich bin Gründerin von der Maisha Mema Foundation in Tansania. Maisha Mema Foundation ist eine staatlich anerkannte NGO und wir bringen die medizinische Grundhilfe zu der ländlichen Bevölkerung im Nordwesten des Landes. Die medizinische Grundversorgung bringen wir einerseits durch unsere Krankenstation, die Dispensary, wo wir aktuell 18 Personen eingestellt haben. Aber auch durch Outreaches, sogenannte Outreach, wo wir rausgehen in die Dörfer und dort die medizinische Grundversorgung bringen. Ebenso machen wir seit einer Weile Impfungen für Kinder und ebenfalls probieren wir Palliative Care, das Palliativkonzept in Afrika, in Tansania, in die Pflege einzubringen, wo wir Menschen mit einer chronischen Erkrankung oder mit einer Erkrankung, die man nicht heilen kann, pflegen und ihnen helfen. Für diese Menschen besonders möchten wir ein Hospiz bauen. Und da kommt sie ins Spiel. Wir brauchen eure Hilfe. Ebenfalls sind wir immer noch auf der Suche nach Instrumenten für unsere tägliche Arbeit in der Dispensary. Zum Beispiel ein Sterilisator oder Pinzette oder Zahnzeugmaterial. Ebenfalls würden wir gerne ein Frauenhaus bauen für Frauen, die aus verschiedenen Gründen nicht daheim leben können. Beat und Saskia haben sich angeboten, dass sie für uns für ein paar Tage über Stock und Stein wandern werden. Herzlichen Dank dafür. Und wir wünschen euch alles Gute und ich möchte Sie bitten, dass Sie die beiden bei diesem Unternehmen unterstützen, dass Sie Geld spenden, dass Sie ihnen gut zureden, dass Sie das schaffen. Und wir sind mächtig stolz, dass ihr zwei das macht, Saskia und Beat. Und wir wünschen euch alles Gute und Asante Nisana, danke vielmals für eure Unterstützung.